Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Condemned. Ja, wir sind immer noch hier drin in diesem U-Bahn-Schacht auf der Suche nach dem kleinen Mini-Fotolabor, das sich hier irgendwo ergeben müsste. Und ich latsche mal hier weiter rum. Was machen die für Geräusche? Jetzt werden die besessen, die Kerle. Wie die auch immer abhauen, die Vögel. Vorschlaghammer, sonst kommen wir da nicht rein. Okay. Und hier müssen wir jetzt wieder Spuren sehen. Na, dann komm mal her, Männchen. Jo, Nummer 1. Und Nummer 2 folgt zugleich. Ja. Und nochmal. Erledigt den Burschen. Ja, ich bin ja nicht so der Hinrichter unbedingt. So, mein Fernseher wollte sich gerade abschalten. Das habe ich mal gerade schnell unterbrochen. Ach, schön hier. Wish you were here. Ja, wie auch immer. Und apropos, wahrscheinlich wird Condemned jetzt nur noch jeden zweiten Tag erscheinen. Zumindest für die, die es top aktuell schauen. Weil ich einfach nicht dazu komme, im Moment so viel aufzunehmen. Da ich ja noch auf Reisen gehe. Und zwar zu diesem schönen Reiseziel da vorne, wie gesagt. Da bin ich jetzt in Kürze auf den Bahamas. Und deswegen zumindest jetzt top aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Naja, wie auch immer, alle zwei Tage muss das dann erstmal reichen für zwischendurch. Es gibt ja auch noch viele, viele andere Projekte. Und so könnt ihr euch auch immer auf was freuen, wenn ihr denn Spaß an diesem Spiel und an diesem Let's Play habt, noch viel mehr. Ne, ist ja auch was wert. Oh cool, da können wir mit der Axt durch und vorne hätten wir mit dem... Mann, ich habe zu viel liegen lassen irgendwie. Geht's hier rein? In den Aufzug? Das heißt, wir müssen zu Fuß gehen. Das bringt uns jetzt aber auch nichts, oder? Moment, vielleicht haben wir hier was. Ah. Nee, hier. Da ist da irgendwas bestimmt dran, oder? Nee, nichts. Na dann nicht. Komm. Schauen wir uns weiter um. Wir müssen jetzt irgendwie eine Axt kriegen. Ja, hier ist ja keine Flüssigkeit vom Entwickeln für Fotos ausgestreut worden. Insofern hilft uns das jetzt nicht wirklich weiter. Eine Axt wäre super. Und Vorschlaghammer wäre auch nicht schlecht. Dann könnte man noch da vorne die eine Tür öffnen. Schauen, was sich da befindet. Vielleicht ja eine Pistole, eine Shotgun oder was auch immer. Irgendwas Schönes wäre super. Kleines Rohr, kleines Rohr, kleines Rohr. Was will ich mit den kleinen Rohren? Aha, boah, super. Oh oh. Och nö, komm. Zack. Gut geblockt habe ich da. Hein? Alter. Oh. Okay. Ja, jetzt hätte ich ihn deaktivieren können, aber ich musste erstmal diese Pille fressen. Oh Gott. Der wirft da die Pylonen um. Oh oh. Und dann komm her. Jetzt aber. Heilige Scheiße. Du Scheiße, ich schlag da noch immer zu oft. Und dann habe ich den schon wieder ausgeschaltet. Ich muss mal ganz kurz was schauen, weil sonst werde ich das immer wieder vergessen. Okay. Der Taser, nämlich mittlere Maustaste war das. Ah, und hier ist eine Axt. Perfekt. Hier ist sonst auch alles zu. Gut, hier haben sich nur zwei von den Heinis versteckt. Hier können wir auch nichts dran ändern. Aber immerhin haben wir eine Axt, da geht's weiter, da hinten. Ja, den muss ich auch... Ach du Scheiße! Was zum Teufel? Boah! Haut der mir da eins um die Ecke in die Nase, ey. Okay, nochmal die Nummer. Nutzen wir jetzt auch den Taser.
So, und jetzt aber, Kleiner. Auf den Hintern, auf den Poppes. Da kam doch noch wer, oder? Er hatte noch einen Besucher. Noch einen zweiten Besucher. Ja. Wir unterhalten uns nochmal darüber, würde ich sagen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich hätte erst mal... Ach, du Scheiße. Okay, jetzt zieht's an. Das war auch dumm von mir. Ich hätte erst mal das Leben holen sollen. Mir versteckt das schon die Sprache. So. Schnell das Ding hier reinwerfen. Und jetzt wirst du gebrutzelt. Gebraten, mein Lieber. Und schön aufs Gesicht. Was hält der denn aus, der Typ? Der ist aber auch krass. Okay. Autsch. Genick gebrochen. So, nochmal schnell was reinpfeifen hier und dann ist der Taser wieder am Start. Komm ruhig näher. Ich muss ihn schnell auf die Nase geben. Hui, 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 hui. Und jetzt machen wir mal RAM. Ah, das kenne ich doch schon. Autsch. Hm, er hatte schon bessere Tage gesehen, dieser liebe Mann. So, und jetzt wissen wir, da vorne kommt was um die Ecke, was nicht gerade nett ist. Wo geht's hier noch runter? Moment mal. Wer weiß, was hier noch liegt. Ich muss auch an die Axt denken. Die ist noch da oben, aber hier hatte ich mir eben auch gar nicht alles angeschaut. Vielleicht müssen wir... Aha, guck mal, überall Augen. Oh, Metallstücke, so sehen die aus. Kein Wunder, dass ich da noch nie eins gefunden habe. Da kämpfen noch zwei, oder? Was geht denn da? Boah, der eine hat den anderen total umgenutzt. Bams! Hui, 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 hui. Den haben wir gut umgeballert, oder? Ah, Schaden ist nicht ganz so hoch. Was hat der hier an Waffen gehabt? Eine Rohrleitung nur. Na komm, nehmen wir die mal. Bisschen Abwechslung, mal was zeigen zwischendurch. Kann ja auch nicht schaden, ne? Oh, cool. Das Teil hauen wir uns rein. Ich verlege langsam ein bisschen die Orientierung, weil doch alles sehr ähnlich aussieht. Und ich ja eigentlich zurück wollte, um die Axt zu holen, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier falsch, richtig oder wo ich... Ah, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, es gibt auch einen anderen Weg. Man kann ja also verschiedene Wege nehmen, scheinbar. Oder? Und hier komme ich nicht vorbei jetzt, oder was? So ein Witz, oder? Ne, da hinten sind auch keine C4-Flüssigkeit. Der war auf jeden Fall hier. Und dann ist er gestoppt. Okay, hier brauche ich die Axt. Ich hole mal gerade eben die Axt. Bevor ich hier weiterziehe mit dem kleinen Röhrchen. Brauchen wir für so einige Räume die Axt. Er ist auch schnell aus der Puste. Unser Ethan. Wen erinnert das nicht an das gute alte Heavy Rain? Ein Charakter mit dem Namen Ethan. Obwohl das ja noch älter ist eigentlich sogar. Boah, jetzt können wir super viel mit der Axt kaputt hauen. Muss nur erstmal wieder zurückfinden. Das ist das Hauptproblem hier bei der Nummer. Aha. Okay, ich weiß, wo ich bin. Und jetzt schnappt man das Teil. Wunderbar. Also sie sind auf jeden Fall, werden jetzt stärker, die Gegner. Ganz klar. Es war am Anfang, glaube ich, nur so ein bisschen so, hier, ich muss mich erstmal einfinden. Und pipapo. Elevator Powerbox. Wird ja wohl durchpassen. Was ist denn hier das für ein Mist? Oh, blöde Kiste. Hat mir den Weg versperrt. Was haben wir da? Erste Hilfe. Können wir im Moment nicht gebrauchen. Können wir das durchschlagen? Hier können wir auf jeden Fall den... Ja. Den Laden wieder ins Laufen bringen. Bam! Oh, oh. Jetzt frage ich mich natürlich, da waren jetzt mehrere
Türen, ja, die wir irgendwie aufbrechen konnten. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle Türen hab. Vielleicht war da noch die große Überraschungstür mit der Super-Mega-Schrotflinte und ich verpasse es jetzt. Und ich glaube, ich werde es verpassen. Ah, ist auch irritierend hier aufgezogen. Sorry. Nee, hier ist eine. Sehr gut. Mal gucken, was da drin ist. Na toll, so ein kleiner Erfolg. Sie haben die wellige TV-Auszeichnung freigeschaltet. Hey, lasst uns eine Party feiern! Ah. Die Texturen sahen auch schon mal besser aus, also Datentabellen. Aber ansonsten doch recht gut, die Grafik immer noch. Kann man nicht meckern. Ja, wie gesagt, abgesehen von so ein paar Gesichtern. Vor allem meinem Gesicht, das ist ganz schrecklich. Okay, und jetzt könnten wir hier nach unten springen. Will ich aber nicht nochmal machen, habe ich irgendwie nicht vor. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, als hätte ich irgendwie besser eine andere Waffe mitnehmen sollen, jetzt als die Axt wieder. Weil wir die wahrscheinlich echt nur gebraucht haben, um diese Dinger zu sprengen. So, und hier war die Aufzeichnung. Alles klar. Gut, dann steigen wir mal in den Aufzug. Und wir wissen ja, hier sind weitere Spuren. Zumindest müssten hier welche sein. Dritter Stock. Nach oben geht's. Das Teil fährt zum Glück. Ist ja schon mal immerhin etwas. Ein Erfolgserlebnis muss ja auch mal sein, ne? Vöglein an der Wand. Oh. Oh, das war ein eingesammelter Vogel. Wir haben lebenden Vogel eingesammelt. Alles klar, okay. Unser Ethan ist schon ein komischer Strolch. Er ist bestimmt Fan von The Crow. Hier ist der Hefekasten. Oh oh. Bei den verwinkelten Gängen sieht man auch nicht, woher die kommen. Das ist der Hefekasten. Schon mal gut zu wissen. Hier bräuchte man ein Brecheisen. Da ist bestimmt eine Schrot drin oder so. Die ich auch gerne hätte, aber nicht kriege. Verdammt, Zappalot! Oh, wo ist der jetzt her? Der Hempel. Boah! Alter Schwede! Boah! Das war zum Glück nur einer. Komm, ich hab die schnelle Werfe. Ach du heiliger Bimbam. Den müssen wir tasern. Shit. Das war gar nicht gut. Ich muss schnell zum Erste-Hilfe-Kasten. Mir das Ding schnappen. Weil so ein Treffer von der Schrot, da ist echt schnell vorbei. Puh. Er kann sich auch nicht ducken. Ah! Alter, von wo? Das waren nur Streifschüsse zum Glück. Mann! Ich muss den tasern. Fuck. Kann ich hier durch? Hier ist zu. Fuck, und hier bin ich nicht safe. Jetzt aber. Komm schon, der Taser muss ready. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Jetzt! Patsch! 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 Alter! Ja, was soll ich mit dir machen? Vielleicht zuschlagen, ne? Ah, es ging ja noch. So, Schrotflinte aufnehmen und nochmal zurück. Ich hoffe, ich habe da irgendwie Erste-Hilfe-Zeug vergessen. Heiliger! Was für eine Action, ey. Mein lieber Scholli. Ach, sehr gut. Puh. Und ich noch kürzlich so, ach ja, das Spiel ist ja recht leicht. Da packst du schon alles, ganz easy die Nummer. Von wegen! Cool, auch hier die ganzen Abdrücke von der Schrotflinte, dass sich das Level ändert, mag ich sowas. Ah, die Tür wurde eingetreten von den Jungs. Ein Bolzenbrett? Ah, brauchen wir nicht. Nicht für die Schrot, oder? Da ist sie. Die lassen wir mal lieber sein, auch wenn nicht viele Schuss drin sind. Mal nachladen ist nie verkehrt.
Ah, Männertoilette oder Frauentoilette? Komm, wir sind ja im Spiel, da dürfen wir mal ruhig auf die Frauentoilette gehen. Da ist ein Vorschlaghammer. Warte mal. Dem hier was machen? Ne, können wir nicht. Alles klar. Ich lass den mal hier liegen, wer weiß. Vielleicht gebrauchen wir den. Können wir den noch gebrauchen? Für irgendwas. Kann der bestimmt benutzt werden. Okay. Ach schön, ich hole immer gerne Vögel aus einer Toilette. Besser als in der Toilette zu vögeln. Oh, ich... Entschuldigung, bitte. Oh. 5 Schuss. Ja, wo geht's denn lang? So langsam kommen wir dem Fotolabor aber auf jeden Fall näher von diesem Heini. Okay, er war also hier drin. Durchsuchen Sie die Räume nach Beweisen. Boah. War das ein Instinkt von unserem Heini hier. Ich kann auch kein Beweismittelwerkzeug gerade starten, außer das kleine Rohr aufnehmen, das ich natürlich nicht hergebe für eine Schrot. Das ist unsere Wohnung. Und da wurden die ganzen Fotos gemacht. Ein Abdruck der Hand. Kann doch nicht wahr sein. NSA, die haben wissen doch alles. Krass, da hat er alles abgehört, Fotos gemacht und so weiter. So eine alte Analogkamera, ne? Ist das irgendwie eine... Hey, Pentax! Gibt's doch wirklich, glaube ich so, oder? Hier sind auch noch mehr Bilder. Alle von uns. Der Typ beobachtet uns schon was länger. Und ich vermute mal, das hat was mit diesem Instinkt zu tun, den wir haben, oder? Irgendwie sowas... Wird's ja wohl sein. Ach guck mal, die Steckdosen sehen aus wie so ein bisschen so eine Maya. Oder wie so eine Zeichentrickfigur, ne? Könnte auch sein. Hier die Haare, da die... So die Hände in der Tasche. Könnte echt sein, ne? Lustig. Naja. Ein bisschen, oder? Ein kleines bisschen war es schon lustig. Ja, okay, war nicht lustig. Ah, der Fotoraum. Wow. Na gut. Oh. Oh oh. Was geht denn jetzt? Wir haben endlich die Dunkelkammer des Fotografen gefunden. Aber was ist da jetzt plötzlich drin passiert? Werden wir wieder überfallen von irgendwelchen Unholden? Oder lässt sich der Mörder wieder blicken? Wir werden es erfahren in der nächsten Episode von Let's Play Condemned. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Euch hat es hoffentlich gefallen. Bis dahin.